Was ist eigentlich das Krasseste oder mit das Krasseste, was ich als Bestatter erlebt habe? Und zwar gibt es da eine Geschichte, an die werde ich mich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang erinnern. Das war ein 13-jähriges Mädchen, das an Leukämie gestorben ist. Und das war echt eine heftige Story. Ich hatte an dem Tag Bereitschaft und die Abholung, die sollte dann eben abends um 18 Uhr, glaube ich, noch stattfinden. Wir sind dann zu der Familie eben hingefahren und dann bin ich eben reingekommen und man hat direkt schon so gemerkt, die Stimmung, die war völlig angespannt. Verständlicherweise natürlich auch. Und in so einer Situation denke ich mir dann auch so, ja, was soll ich denn jetzt zu den Leuten eigentlich sagen? Die haben gerade ihr Kind verloren, ihre Tochter, da ist doch alles schon verloren. Wir haben uns dann eben extra nochmal viel Zeit genommen, haben dann nochmal Kuscheltiere zu ihr dazugelegt, die wir dann eben noch mitnehmen sollten. Haben sie dann in unsere Überführungsliege eben umgebettet und dann haben wir sie eben mit zu uns überführt. Ich fand, es war schon ein krasser Moment, so einen jungen Menschen eben rauszutragen. Irgendwie, da ist nicht mehr so diese Berechtigung da zu sterben. Jetzt, wenn jemand Älteres stirbt, das ist immer traurig und krass, aber da ist, finde ich, mehr so diese Berechtigung da zu gehen und zu sterben. Bei Kindern ist da noch so viel ungelebtes Leben da.